Hallo Leute, es geht weiter mit Silent Hill 3. Wir waren hier zuletzt, ja, weiß ich nicht. Wir sind halt in diesen Raum gekommen. Von da hinten sind wir durchgekommen. Und ich habe jetzt das Stahlrohr in der Hand und ich habe die Weste abgelegt. Und jetzt gehen wir mal hier raus und ich laufe nach links und werde bestimmt verfolgt. Ganz sicher wahrscheinlich sogar. Aber ich laufe weg, wenn die Monster kommen. Und die werden bestimmt kommen. Ja. Kannst du mal deine. Yay. Gar nicht eklig. Mach's kaputt. Töte es. Jawohl. Ja. Haha. Voll gut. Abgeschlossen. Und da kann ich durch. Okay. Wo sind wir hier? Wo bin ich hier? Gruselig. Jetzt ist bestimmt voll der Durchgang. Was ist das hier? Was ist das hier? Oh. Da liegt was. Ich habe ein Spülmittel. Hast du noch was? Ich habe ein bisschen Angst hier. Na, was heißt ein bisschen, aber war da noch was? Und wie geht's ihr eigentlich? Ich habe ein bisschen Angst, dass es ihr nicht so gut geht. Ja, so lala, ne? Bei lala nehme ich aber noch nichts. Das war's. Aber das Stück Seife oder so kannst du nicht nehmen, oder wie? Und dann können wir hier durchgehen und. Ja, sag ich ja, so ein Durchgang halt. Ja, will ich da schon hin? Dann sind da voll die Räume. Ich. Mach das noch, aber nicht jetzt. Noch gehe ich erstmal hier ein bisschen entlang. Wo ist es? Da. Komm mal her. Okay. Bist du jetzt endlich mal tot? Okay. Wo bin ich her? Ach, da komme ich her. Dann brauche ich da nicht hin. Hier ist zu. Da ist abgeschlossen. Dann gehe ich jetzt noch mal ein bisschen weiter nach da. Ich wollte nämlich da so links eigentlich noch entlang. Wenn ich kann. Es sei denn, es geht gar nicht. Irgendwie geht's gar nicht, ne? Kann das sein? Bin ich schon wieder da? Ah ja, da ist zu. Okay, dann weiß ich ja Bescheid. Dann geht das also nur bei der einen Tür. Die ist nämlich zu, genau, abgeschlossen. Und dann die nächste, dann, ja, machen wir das, was wir tun sollen. Ich finde das gut, dass die Monster hier nicht diese großen sind. Sonst würde ich jetzt immer wieder weglaufen müssen. Und so ist es halt, ja. Geht noch. Aber sie sieht irgendwie trotzdem so angeschlagen aus. Gut, jetzt kommen bestimmt voll die Monster. Es sind immer Monster hier. Bin verwirrt. Okay, die Tür habe ich noch nicht gehabt. Kaputt. Hallo? Okay. Keine Ahnung, was das für ein Schalter ist, aber es ist auch ein. Bisschen Schalter ausschalten. Ja. Ist das jetzt gut oder schlecht? Kaputt. Und jetzt? Leer. Du guckst da aber hin. Oh. Oh. Was jetzt?
Okay, sie kann da. Wer, oh, da gehe ich nicht. Es ist unheimlich und gefährlich. Es muss eine Möglichkeit geben. Ich kann sie doch nicht einen nach dem anderen erstechen. Etwas Insektengift wäre der Clou. Und dafür ist, glaube ich, der Eimer da, soweit ich mich erinnere. Jetzt muss ich nur überlegen, ob ich überhaupt dafür alles schon habe. Kann ich das hier verwenden? Nee. Aber ich kann das kombinieren. Vielleicht damit, mit dem Spülmittel. Und was noch? Weiß ich nicht. Verwenden. Ach, das zusammen geht verwenden. Okay, ja gut. Dann mix mal. Okay, alles klar. Und jetzt machen wir den Schalter wieder ein. Und das sollte dann gehen. Dazu sagt sie nichts mehr. Aber wir haben jetzt hier freie Bahn. Fest zu. Ach so, muss ich hier lang. Kaputt. Oh, diese Winkel. Das ist so gemein. Ja, das hat ja gut geklappt. Ich erinnere mich natürlich noch daran, dass man da was machen sollte. Was ist hier los? Boah, wie gruselig. Offen. Okay. Was haben wir hier? Patronen. 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 Alles klar. Hilfe, getrocknetes Rindfleisch. Da ist nichts in dem dreckigen Karton. Oh, ich bin ein bisschen angespannt jetzt. Wegen diesem Wolfsheulen, so von diesen Hunden. Du guckst da einfach nur zur Tür, ne? Ja gut, dann gehen wir wieder raus. Hippie. Und gehen weiter. Offen. Hilfe. Hilfe. Wo komme ich hin? Oh. Oh. Oh oh. Uah. Was? Oh nein, was sind das denn für Viecher? Lauf, lauf doch mal, ey. Sie läuft nicht. Ich kann nichts machen gerade. Ja, gleich stirb ich. Geh da wieder durch. Geh da wieder weg. Geh da, geh, geh, geh. Das war voll gefährlich. Das war richtig gemein. Ich war die ganze Zeit so, ich konnte nirgendwo hin. Jetzt muss ich erstmal wieder was nehmen. Vorräte. Pff. So. Lecco mio. Ich werde jetzt erstmal die Gänge hier weiter abklappern. Ich war doch hier noch gar nicht fertig. Boah. Damit man nämlich da hinten auf die andere Seite kann. Ja, aber erstmal werde ich hier weiter geradeaus gehen. Hier. Was ist das denn, ey? Noch mehr Winkel. Hä? Ach so, da komme ich her. Ach so, Moment. Warte. Ich muss mich umdrehen und dann die hier nehmen. Noch eine Tür. Okay, kaputt. Alles klar. Wissen wir ja, was da so auf uns zukommt. Und hier geht's nicht weiter. Warum ist das hier? Es ist kein Krankenhaus. Voll der tiefe Abgang hier, wo man runterknallen kann. Voll gefährlich. Echt schlimm. Also es ist wirklich eine schlimme Welt hier, wo sie ist. Und ich weiß gar nicht, warum sie hier schon ist, aber da geht's nicht weiter. Ja, dann können wir jetzt durch den lustigen Durchgang, ne? Wo war denn das jetzt? Hier. Ja, komm schon.
Ich sehe nicht. Und diesmal läufst du nach rechts, 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 rechts. Kaputt. Lass mich. Kaputt. Lass mich. Geradeaus. Oh, 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 oh. Offen. Oh, wo sind wir hier? In der Mitte der Liegefläche ist sowas wie ein kleiner Schraubstock. Oh, es vibriert voll. Ihr geht's, glaube ich, nicht gut. Ich nehme wieder so ein Ding. Oder es ist einfach nur die Aufregung. Ein Schraubstock. Aha. Ist ja toll. Was ist das? Müll? Nein, es riecht anders. Oh, wie eklig, voll die Leichensäcke, wie Blut oder verdorbenes Fleisch. Das könnte dann also... Oh, ist das eklig hier. Hier sind Fesseln, sie sehen ziemlich abgenutzt aus. Ekelhaft. Dieser Fleck auf dem Bett hat die Form eines Menschen. Ich denke lieber nicht darüber nach, was auf dieser Liegefläche passiert ist. Ich auch nicht. Und du kannst hier speichern, ne? Was kann ich mit dem Schraubstock... Ach, ich weiß was. Die Nuss bestimmt. Unsere tolle Nuss, die können wir hier bestimmt knacken. Warte, die ist bei Gegenstände. Da. Jawohl. Und? Keine Nuss in der Walnussschale, nur ein Juwel? Ich habe einen Mondstein. Oh, den können wir bestimmt da einsetzen. Bei dieser Tür. Okay, aber ich werde auf jeden Fall jetzt hier speichern. Oder ist da noch was? Ja, die Tür halt, ne? Was ist mit dem hier? Sagt sie dazu was? Nee. Gut, das könnte mit Blut gezeichnet worden sein. Ich wette, es ist so ein verfluchtes Symbol. Kein Wunder, dass mir der Kopf wehtut und ich mich schlecht fühle, wenn ich es ansehe. Puh, den Speicherpunkt haben wir uns jetzt aber auch schon wieder verdient, ey. So, jetzt muss ich aber mal sehen. Hier sind nämlich auch wieder zwei Türen, oder? Ja, da hinten kommt man auch durch. Ich werde mal gucken, ob die überhaupt aufgeht. Nö, die ist nicht aufzumachen. Und das Ding hier brauchst du ja nicht mehr, ne? Hier ist eine Art Schraubstock. Ja, ne, gut. Dann haben wir das ja erledigt. So, ich brauche mal die Karte. Also. Da rechts ist abgeschlossen. Wir könnten jetzt von der anderen Seite... Okay, ich laufe mal nach rechts und mache die Tür von dieser Seite nämlich auf. Das ist nämlich einfacher. Dann kommen wir direkt wieder in diesen Flur, damit wir hier zu dieser Mondsteintür... nach links wieder kommen. Wo war die eigentlich? Wo ist die angezeichnet? Die ist, glaube ich, im anderen Stockwerk, ne? Ich glaube, die ist unten oder so. Okay, erstmal nach rechts. So. Kannst du da nämlich durch? Und hier sind nämlich keine Monster. Doch, hier sind noch Monster. Okay. Aber die ist jetzt offen. Okay, so. Links ist zu. Das heißt, da können wir eh schon mal nicht hin. Moment, dann waren wir nur hier, um hier durchzukommen. Hier ist ja gar nichts mehr dann, ne? Ich glaube, hier sind gar keine Türen mehr oder so. Wir haben ja das, was wir wollten. Nee, wir nehmen jetzt den Mondstein und hauen wir ab. Das müssen wir uns nicht antun. Hilfe! Ich brauche die Karte, ich verirre mich hier, ey. Moment. Einmal eine Runde drehen. Was machen denn diese komischen Sensenviecher hier auf einmal? Voll schlimm. Bin ich schon vorbeigelaufen? Ja, bin ich. Hier. Wieso sind denn hier jetzt Monster überall? Warum? Warum? Ja. Komm, mach so lange, bis das Vieh wirklich tot ist.
Warum sind jetzt hier Monster? Das war vorher nicht so. Voll gemein. Ja, ist klar. Also. Geradeaus und die nächste rechts. Hier ist doch eine Tür, oder nicht? Da. Und da ist bestimmt auch Monster. Hier sind überall jetzt Monster. Monster everywhere. Waren wir hier vorher auch? Mehrere zerlegte Schaufensterpuppen. Waren wir hier vorher? Ja, okay, wir waren hier vorher auch. War das vorher auch so gruselig? Ah, scheiße. Es ist voll unheimlich. So. Hier sind wir nämlich jetzt wieder. Wir könnten jetzt nochmal speichern. Oder ich laufe jetzt erstmal rechts die Treppe runter. Ja, rechts die Treppe runter, runter. Runter. War doch richtig, oder? Nee. Warum? Bin ich jetzt schon richtig hier? Ach, wir müssten nach oben, ne? Nee, wir sind im zweiten Stock. Dann wollen wir in den dritten? Ich bin irgendwie irritiert gerade. Gut, ich speichere nochmal, wenn ich schon mal das bis hierhin geschafft habe, ne? Dann machen wir das nochmal. Entschuldigung, falls es euch nervt. Aber man weiß ja nie. So, dann Abmarsch mit dir. Ach ja, Gott, oh Gott, oh Gott. Ey, das ist wirklich, also das finde ich echt gemein, wenn dann auch noch, wo nichts vor war, man hat das so schön geschafft, diese Monster zu töten und dann sind da auf einmal überall wieder neue. Direkt geradeaus, ja? Gut, direkt geradeaus. Es sollte zu schaffen sein. Die Geräusche. Hammerhart, ey. So, dieses Monddings. Setz es mal ein. Geht sogar. Ich habe den Mondstein in die Tür gesteckt. Rein mit dir. Was auch immer da kommt. Wir kommen ja eh nicht drum rum. Ja, den kriege ich auch noch hin. Wo sind wir hier eigentlich jetzt? Okay, wir waren hier noch gar nicht. Dann können wir da rechts in die Ecke rein. Okay. Die Kleine kriege ich ja noch hin. Okay. Können wir hier hin? Ach, und hier können wir eine Leiter runter. Okay. Hilfe. Er kommt näher. Ich höre ihn voll. Kann ich den mal bitte töten? Der nervt mich voll. Komme ich jetzt hierher? Bin ich im Kreis gelaufen? Hier kann man auf jeden Fall irgendwie runter. Und was ist hier rechts dann? Kaputt. Wo ist das Ding denn? Er müsste doch voll bei mir sein gerade. Ich check das gar nicht. Gut, dann laufe ich jetzt weiter. Wo bist du? Wo bist du denn? Ich weiß nicht, wo das Vieh ist. Ist mir auch zu blöd jetzt. Ich habe keine Ahnung. Man hört Schritte und wie so ein unsichtbares Ding. Kannst du mal einfach gehen? Oh. Ach, da unten läuft er lang. Ach so, der läuft hier unten lang. Aha. Gar nicht gruselig. Hallo?
Oh nein, nein, ich, nein. Ich ahne Schlimmes. Ich ahne Schlimmes. Oh. Oh, Heather, bitte. Scheiße. Oh, mein Controller. So hört er sich an. Ein Bosskampf wartet auf uns, dem widme ich mich im nächsten Part von Silent Hill 3. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.